Hallo, lieber Freunde, ich bin Maike, ich bin Deutschlehrerin. Wir arbeiten weiter mit dem Thema Beruf und Arbeit. Heute machen wir einige Aufgaben zum Leser verstehen. Arbeiten wir an einem Text. Der Text heißt Ein ungewöhnlicher Beruf Sängerin. Bugün gelişe bir mamandır kuralı. Tekstin metnin çalışırsanız Sängerin, malga parayı, mal bağışı, ayı, çalışı. Sänger oder Sängerin, das ist der Mensch, der meistens auf einer Alm das Vieh von anderen Bauern hütet und deren Milch zu Käse und oft Butter verarbeitet. So, vor dem Lesen des Textes arbeiten wir mit dem Wortschatz, das heißt die Wörter, die im Text gegeben sind. Die Alm. Die Alm, Alpe Tauendalajailau, die Sängerin, Malbaruschaje, die Kuh, Rier, das Kalb, Bussau, das Gras, Schiff, die Almhütte, Taudare, Ische. Aufgabe 1. Lesen Sie den Text und sammeln Sie weitere Wörter zum Thema Alm. Alm. Almhütte, Almstiel, Sängerin und so weiter. Kurz über den Text. Stiel, so heißt ein Dokumentarfilm von Regisseur Matti Bauer. Stiel bedeutet ruhig, nicht laut. Stiel, so Regisseur Matti Bauer, das nennt Filme. Stiel, Tönnisch. In den Bergen in Südbayern ist es sehr still. Dort hat Uschi einige Sommer lang als Sängerin gearbeitet. Mit 30 Kühen und Kälbern ist die junge Frau auf die Alm gegangen. Merken Sie, wenn ihr das Wissen hier mit Uschi, Uschi, mal, Fahrraten, Taille, Uschi, Aufgabe 2. Nach dem Lesen des Textes machen wir Aufgabe 1. Das heißt, sammeln Sie weitere Wörter zum Thema Alm. Die nächste Aufgabe, das ist auch nach dem Lesen, machen wir diese Aufgabe eben 2. Was ist richtig? Lesen Sie den Text noch einmal und kreuzen Sie an. A. Uschi hat einen Sommer als Sängerin gearbeitet. B. Es waren auch andere Menschen auf der Alm. C. Uschi findet das Leben auf der Alm gut. D. Uschi reist gern. E. Uschi will nicht mehr auf dem Bauernhof arbeiten. F. Uschis Mann ist Bauer. Und wir finden, ob das richtig oder falsch ist. Und jetzt möchte ich Ihnen vorschlagen, diesen Dokumentarfilm von Regisseur Matti Bauer anzusehen. Ob ich einen Film über ihr Leben auf der Alm machen darf, habe ich die Uschi gefragt. Ich denke, dass grundsätzlich jeder erst einmal für sich allein sein können muss. Das gilt ja nicht nur für die Alm, das gilt ja unten auch. Also wenn man das nicht schafft, dass man irgendwann mal allein ist, dann denke ich, kommt man mit sich selber nicht zurecht. Du hast dich halt schon besonders beten, hä? Hopp jetzt, weiter da. Nur Frauen. Weiberwirtschaft.
sie spinnt. Ja. Allein als Frau kann man es eigentlich nicht gut schaffen. Es ist einfach ein Bauer braucht eine Bäuerin, eine Bäuerin braucht einen Bauer. Gut, 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 Tim! Tim! Sollte vielleicht nicht grundsätzlich alles in den Wind schießen, was die Eltern sagen, aber man muss schon ein bisschen sein eigenes Leben leben. Ja, wie schaut's denn aus mit der Hofübergabe? Ja, hey. Da kommt einfach ganz viel irgendwie so Aufräumarbeiten. Es ist halt dann schwierig, wenn ich jetzt in Zukunft denke, dass meine Eltern mal nicht mehr da sind und mir bleibt dann der ganze Krempel, den ich ausmisten muss, dann hört es halt ein bisschen arg viel. Also denke ich, man fängt mal bei Zeiten schon an. Oh. Oh. Da bleiben. Oh. Ja, Gruzi, Dirken jetzt. Ist eine Ruhe. Nach dem Lesen des Textes, nach dem Sehen des Dokumentarfilms Still von Martin Bauer führen wir ein Gespräch. Aufgabe 3. Wie finden Sie den Beruf Sängerin, Sänger? Sprechen Sie. Bitte sprechen wir zum Thema Sängerin und Sänger. Äußern Sie Ihre Meinungen, ob dieser Beruf wirklich ungewöhnlich ist, welche Vorteile und Nachteile hat dieser Beruf und ist es ähnlich zum Beispiel zum Leben der Kasachen. Darüber besprechen wir im Plenum. Bitte. Also, danke. Unsere Stunde ist aus. Auf Wiedersehen.